So, ihr seht's, ich sitze schon in neuer Kluft hier. Ich bin also noch einmal zurück in den Shop, ja, und habe jetzt letztendlich den Hammer fallen lassen, konnte mich vorhin nicht entscheiden. Jetzt habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, das nimmst du jetzt. Und ich muss echt sagen, jetzt, wo ich hier zu Hause sitze, in aller Ruhe das Trikot begutachtet habe, anprobiert, unter anderen Lichtverhältnissen das alles jetzt auch sehe, muss ich sagen, bin ich recht zufrieden. Ich bereue den Kauf jetzt nicht. Finde ich soweit in Ordnung und so kann man quasi die neue Saison dann einläuten. Ansonsten, ja, ihr habt es ja sicherlich auch schon gerade mitbekommen, der VfL hat es jetzt also offiziell gemacht. Konstantinos Stafylidis kehrt also wieder zurück, bleibt uns hier erst einmal erhalten zu Stafylidis. Ansonsten gibt es eigentlich gar nicht allzu viel zu sagen. Wir kennen ihn ja schon bereits, wir haben ihn kennenlernen dürfen in der vergangenen Saison und für mich natürlich absolut ein wichtiger Transfer. Ich bin begeistert, ich bin aber auch vor allen Dingen erleichtert, ihn im Kader zu wissen, ja, und bin jetzt einfach, wenn ich an links hinten denke, weiß ich, mit Soares, Stafylidis sind wir da sehr gut besetzt und können wirklich beruhigt in die Saison gehen, was die linke Verteidigerseite angeht. Vielleicht, ja, ein paar Pros oder Kontras grundsätzlich, was fällt mir außer dem, was wir schon zu Stafylidis gesehen haben, so alles ein. Also ich schätze wirklich, wirklich sehr an ihm seinen Einsatz, seine Mentalität, seine Zweikampfstärke, die er immer wieder bei seinen Einsätzen gezeigt hat. Allerdings auch und vor allen Dingen, das ist auch ganz wichtig, seine Flexibilität, ja. Denn eigentlich ist er Linksverteidiger, aber er hat bei uns in der vergangenen Saison oft genug auf der rechten Seite ausgeholfen, als Gamboa nicht da gewesen ist. Und man kann ihn auch als Sechser auf die defensive Mittelfeldposition mal verschieben, ja. Und wenn ich so überlege, ehrlich gesagt, hat er auf allen drei Positionen irgendwo seine Leistung gebracht. Ich kann mich jetzt nicht wirklich daran erinnern, wo man gesagt hätte, man, also da hat er jetzt komplett verkackt, ja. Und das schätze ich halt auf jeden Fall sehr an ihm. Er kennt natürlich die Bundesliga, wir wissen genau, dass er hier keine Anlaufschwierigkeiten haben wird, kennt das ganze Team, die Mannschaft fühlt sich sicherlich schon letztes Jahr wohl, ne? Und wir wissen einfach kurzum, was wir an ihm erwarten können. So, und das ist so ein bisschen, was ich schätze. Kontra, oder vielleicht, was heißt Kontra? Dazu gab es jetzt gerade schon bei Tief im West noch einen Artikel. Also diese etwas geringe Laufzeit, ne, ein Jahr erstmal nur. Wobei natürlich, wie in dem Artikel jetzt auch schon geschrieben wurde, ja, das sind natürlich auch finanzielle große Unterschiede, die Stafylidis hier jetzt auch bereit ist einzugehen. Und ich denke mal, vor allem der Spieler hat sich hier irgendwo so ein bisschen auch so eine Art doppelten Boden halt einbauen lassen. Ja, ich denke mal, sicherlich ist irgendwo dort im Erfolgsfall, sollte der Klassenerhalt gelingen, eine Option auf ein weiteres Jahr verankert. Ansonsten, wenn wir absteigen sollten, werden die Karten dann komplett neu gemischt, beziehungsweise dann wird wahrscheinlich ein Stafylidis für uns nicht mehr zu halten sein. Und auch der Spieler hat natürlich dann sämtliche Trümpfe im nächsten Jahr in der Hand. Also, wie gesagt, wer jetzt vielleicht die Laufzeit von einem Jahr kritisieren mag, muss sich natürlich auch die Frage stellen, gut, wenn der Spieler nicht für länger unterschreiben will und du die Qualität einfach dann auch nicht bekommst, was machst du dann und so, ne, als kleiner VfL? Wie gesagt, von daher für mich ist das irgendwo nachvollziehbar. Also ich habe lieber den Stafylidis im Kader, vielleicht im Notfall nur für ein Jahr, als gar nicht, ja. So, das ist meine Meinung dazu. Wie seht ihr? Schreibt so wie gewohnt unten, dann können wir diskutieren. Ansonsten, was die Kaderplanung natürlich angeht, ja, ganz wichtig, ist ja klar, ist jetzt auch schon thematisiert worden, auch vom Verein. Wir warten natürlich alle auf diesen einen Innenverteidiger, auch wahrscheinlich eher zwei Innenverteidiger, ja. Und ich denke mal und hoffe, dass bis zum Trainingslagerstart wenigstens einer hier aufkreuzt und bin natürlich sehr, sehr gespannt, ja, welche Namen hier irgendwie dann bei uns aufkreuzen. Bis jetzt sickert ja nichts durch. Ganz sicher ist im Hintergrund schon das eine oder andere vorbereitet. Und mit diesen Innenverteidigern steht und fällt natürlich irgendwo auch dann die Kaderplanung. Das sind natürlich Schlüsselpositionen. Da bin ich, wie gesagt, genauso wie ihr sehr gespannt. Und ich denke, wir werden es dann in Kürze erfahren. Also, das ist es von meiner Seite aus erstmal wieder gewesen. Gleich geht ja das Testspiel los, ne? Da knall ich mich doch hier auch mal auf die Couch. Und dann gucken wir mal, was wir da in Sittard so auf den Platz bringen, wie das da so aussieht. Und wie gesagt, wenn es dann wieder was zu berichten gibt, dann hören wir uns. Also, in diesem Sinne, tschüss!